Wir sind stolz darauf, unsere Farben zu zeigen. Wir sind stolz auf unser rebellisches Feuer. Wir sind von tiefer Überzeugung und offenem Geist. Wir sind die Jugendbewegung. Im Gleichschritt in die Vergangenheit. Zum Deutschen Burschentag gedenken die Verbündungsbrüder ihrer im Krieg Gefallenen. Die Marschrichtung der Burschenschaften ist an diesem Tag nicht mehr zu leugnen. Es geht stramm nach rechts. Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die 7. Million. Das ist nur eines von vielen grausamen Zitaten, welches sich in einem Liederbuch der Burschenschaft Bruna Sudetia befinden soll. Ja, wie der Falter berichtet, liegt ihnen nämlich eines dieser Liederbücher vor und dieses strotzt vor antisemitischen Grausamkeiten. Die Germania zu Leipzig. Ausgerechnet die Verbindung, bei der in den vergangenen Monaten zahlreiche Details über mutmaßlich rechtsextreme Mitglieder bekannt geworden sind. Mehrere Germanen sollen geplant haben, sich hier in Nordsachsen zu verschanzen. Während der europäischen Asylkrise 2015-16 sahen sie einen vermeintlichen Rassenkrieg aufziehen. Es ging um Vorräte und offenbar auch um Waffen, Schießtraining inklusive. Doch interne Chatprotokolle und E-Mails, die Fakt sichten konnte, lassen vermuten, dass die Burschenschaft noch weitaus mehr radikale Mitglieder hat. Die Unterlagen erwecken den Verdacht, dass einige Germanen über Jahre hinweg NS-Glorifizierung betrieben haben. Die Affäre um rassistische Liederbuchtexte der Burschenschaft Germania erschüttert auch die österreichischen Sozialdemokraten. Die Verbindungen der deutschen Burschenschaft zur AfD, identitären Bewegung und Co. muss man nicht lange suchen. Das ging auf vielen Burschenschaftern zu weit. Seit 2012 haben sich aufgrund des Rechtsrucks des Verbandes laut Medienberichten ein Drittel der Burschenschafter von ihm abgespalten. Auch am rechten Wegesrand hat sich zweifelhafte Unterstützung formiert. Keine Aussage. Ach, Herr Wischke, grüße Sie. Die NPD ist auch hier heute. Als Höhepunkt des düsteren Festaktes wird am Burschenschafterdenkmal das Lied der Deutschen angestimmt. Begonnen wird traditionell mit der ersten Strophe. Der Herr der Burschenschaft soll 2015 vorgeschlagen haben, hier in Leipzig den Buchladen der Mutter von linken Politikerin Juliane Nagel anzugreifen. Aber dass es immer wieder Auffälligkeiten antisemitischer Art, rassistischer Art oder Verbindungen zum Neonazismus gibt, das kann man auf jeden Fall festhalten. Also es tauchen Burschenschafter immer wieder in neonazistischen Kreisen auf. Also die Geschichte des österreichischen Nachkriegsrechtsextremismus ist auch eine Geschichte der Burschenschaften. Und sehr häufig waren Burschenschafter dabei eben in führender Position tätig.